hast das gemacht. Fuck. Leute, fuck. Wer ist dieser blonde Junge? So Leute, das ist jetzt hier ein Making-of, wa? Das ist Making-of-Material. Geil. Wieder einmal beginnt das Ganze für mich mit irgendwo doll rumfahren. Aber ich habe andere Hetis noch dabei. Das ist hey! Gut. Wir fahren jetzt zum Friseur. Geil. Und dort lasse ich mir die Haare schneiden. Geil. Ich nehme euch einfach mal mit. Ja, wir machen Glatze. Ja, weißt du, Making-of, so ja, Glatze. Beim Friseur ist ja auch viel besser, wird dann nachgeraspelt. Wir so. Hatten eben schon einen emotionalen Moment mit Jakob. Jakob, sag Tschüss zu Felix Haaren. Ciao, Felix Haaren. Und ich habe echt keine Ahnung, wie das gleich wird. So. Wahrscheinlich. Lustig ist, ich habe mir noch nie im Leben meine Haare abrasiert. Also so Glatze, ne? Ja, das wird krass. Wird eine neue Erfahrung. Ich bin auch gespannt. Ja. Ja, dann sehen wir uns gleich bei Friseur. Yay! Letztes Mal für dieses Jahr, diese Haare. Die schauen Sie jetzt nochmal genau an. Ja, sehen nicht so besonders aus, aber ich habe mich eigentlich dran gewöhnt. Vorbei. Jetzt werden sie hell. Abgeschnitten. Hey Jakob. Ja? Lass mal jetzt deine Haare einfach blond färben. Wie meinst du das? Ja, mach mal deine Haare jetzt einfach blond, so. Wolltest du meine Haare blond färben? Ja, einfach so. Das war ganz lustig. Ganz lustig. Naja, ich gehe jetzt zum Friseur auf jeden Fall. Ja, ja, vielleicht kannst du da einfach direkt, kannst du mal nachfragen. Mann, nee, sei doch, als würde ich meine Haare färben. Komm schon. Ja, stimmt, da hast du recht. Wäre echt dumm, wenn du die jetzt färben lässt. Zeig noch mal deine Haare. Also, das ist halt so. Ja, ganz normal, Alter. Also, ich mach sie kurz auf, damit ihr auch mal ja, genau. seht, dass sie echt... Nice Fallen heute, guck mal. Ja, ja, gute Haare. Richtig voluminös. Ja, damit würde ich jetzt gar nichts anstellen einfach. Passt auch gut zu der Kleidung, ne? So ja. Dunkle Kontraste und so. Ja, dunkle Haare stehen dir echt besser. Also ich bin auch irgendwie kein Freund von so unnatürlichen Haarfarben. Also ich meine, Gott hat uns allen eine Farbe geschenkt. So, und deswegen, also da sehe ich keinen Grund, warum man das irgendwie verändern sollte. Ne? Ja, da hast du recht. Ich bin eher so der natürliche Typ. Ja, richtig. Ja. Sehe ich genauso. Wir müssen nicht zum Friseur gehen, wenn du nicht willst, ne? Naja, also... Ich mach das jetzt nur für dich, ne? Also wenn du das nicht willst, dann gehen wir nicht. Nein, nein, geh ruhig. Ich will dich nicht abhalten. Ich hab wirklich, auch noch ein paar Sachen zu tun. Ach, ich hab wirklich noch ein bisschen Arbeit zu Hause. Ach, Quatsch. Wenn du mir jetzt sagst, willst du das gar nicht? Nein, ist schon gut. Gehen wir zum ruhig, Friseur. Also dann habe ich wirklich auch Besseres. Nein, wir gehen zum Friseur jetzt einfach. Ist ja, schon aber, gut. Aber, du wolltest doch unbedingt. Also auf jeden Fall, die Seiten sind ein bisschen sehr lang. Das ist eine gute Frisur. Sieht doch schon ganz gut aus. Gehen wir. Ja, kein Problem. Ich wohne in der 6er WG, da hilft es auch manchmal. Hast du schon oft Bärte gefärbt? Ich habe einen Kunden gehabt in meinem alten Salon, der Haare und Bart in Augenbrauen hat. Was? Ehrlich? Also, ja. Das wird wahrscheinlich auch brennen, oder? Ein bisschen. Ah, geil. Naja. Sieht sich so ein bisschen an der Schönen ganz viele Ameisen über mein Gesicht krabbeln. Du siehst aus wie ein König. Ich bin der König. Bitte, rette meine Tochter. Sie ist gefangen worden. Bringet mir bitte die Gänse, Stopfleber, alles. Ich möchte speisen. Auf jeden Fall, je näher man dran geht, umso witziger sieht es eigentlich aus. Ja, auf jeden. Wenn man weiter weg ist, sieht es halt einfach nur weiß aus, aber dann sieht man nicht, wie franzig gerade aus. Zwischendurch mal ein bisschen, aber ist nicht so. Okay, wenn du das sagst. Wenn du einen anderen Kampf, dass wir runter? Nee. Alles klar. Ich bin echt gespannt, was die anderen Spiele sagen, wie die noch auf dem Geburtstag hängt. Ich bin gespannt, was ich sage. Ich bin gespannt, was alle sagen. Ob ich mich danach töten will. Man soll ja nicht so drauf hören, was die anderen sagen, ne? Genau.
Genau das sage ich auch, André. Warum bist du so aufgeregt? Bei uns ist ja schon seit so 3 Wochen oder so überlegt, dass wir das machen. Bei mir haben wir die ganze Zeit gesagt, so, wir nehmen einfach Perücke so. Aber Felix die ganze Zeit so, Alter, ich mach's auf jeden Fall, ich mach's auf jeden Fall. Und dann habe ich gesagt, okay, dann, ja, ist doch witzig, habe ich gedacht. Ja. Hast du gedacht, ne? Ja, habe ich gedacht. Das wird ein Spaß, habe ich gedacht. Eigentlich schon was, wenn er ein Bart? Nö. Also. Aber ich sehe aus wie mein Papa. Also, wenn tut es jetzt nicht stark, es kribbelt so ein bisschen. Aber es sieht lustig aus. Gut gemischt. Sieht lustig aus? Ja, dieses da vorne. Achso, ja, das habe ich kurz eben gesehen. Sah so aus, als wäre ich da halt jetzt setzt so ein Undercut quasi. Ja. Ich wollte mich vor allem dann aufs Gegenüberstellen. So. Ob Jakob die ganze Zeit ausrastet und meint wegen seinen Haaren. Nein! Aber der weiß von dem Plan? Ja, ja, natürlich. Ja, ja, ja. Also ich weiß nicht, ob er sie nicht schon darauf eingestellt ist, aber er ist sich darüber im Klaren, dass das passiert. Ich merke gerade, wie ich einfach so sau den Lava flash habe. Ich das würde bei dir aber auch richtig tief aussehen. Wenn wir nicht so eine Albino-Gang einfach machen? Ich weiß nicht. Voll Bock auf so eine Albino-Gang. Ja. Vor allen Dingen dann auf der nächsten Tour, Alter, wenn dann alle so komplett... Alle blond. Das sieht so aus. Nein. Stell dir mal vor, meine ganzen Haare würden ausfallen und du hast der letzte Rest vorne dran. Genau so sieht das aus. Das ist ein grausiges Zukunftsbild. Ah, schon besser. Danke. Ah, schicke ich dann einfach meinen kleinen Geschwister an und sage, ich bin der Weihnachtsmann. Ebenster. Sieht schon gut aus. Also Leute. Es ist halt wird. Die Spitze ist schon ein bisschen heller. Nice. Ja, da hinten der Wulst ist auch schon sehr hell. Wann bekommst du jetzt die Spitzen geschnitten eigentlich, André? Hä? Nee, du kriegst sie jetzt blond gefärbt. Oh. Wir schneiden gerade gar nicht. Was? Ja, ciao Leute, ne? Also zu den Haaren. Die sind ja noch da. Ja, sie sind noch da, sie sehen nur verändert aus. Es wird bestimmt nice, Leute. Ich verspreche es euch. Es wird weiß. Sehr hell. Ist für den Winter. Ich mache ganz viele Weihnachtsjobs heute, das habe ich euch geschrieben. Mir fällt gerade ein, dass das Felix 100 Pro auch gesagt hat. Nee, aber hat ganz oft Weihnachtsmannwitze gemacht. Ho, 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 liebe Kinder, wart ihr auch alle schön artig? Sonst gibt es nur Kohle zu Weihnachten. Oh mein Gott, man denkt echt, die Making-ofs könnten nicht dümmer werden. Ne? Na, aber es geht immer weiter. Es gibt immer eine Stufe des Wahnsinns, die noch nicht da war. Wie findet ihr es? Schreibt es in die Kommentare. Doch, man sieht es doch schon. Sehr. Ich sehe es auf jeden Fall. Oh, ich will mir dann unbedingt so ein paar Legolas-Zöpfe machen. So ein paar geflochtene. Mach dir doch Romano-Zöpfe. Warum? Ja, bin super. Du kannst damit auch rausgehen und dann singst du nur noch Komm mit mir. Ich finde es ehrlich gesagt voll beruhigend, dass ihr so voll selbstverständlich das macht irgendwie. Und dass da am Anfang nicht sowas kam wie, bist du dir sicher? So, das wird ein Problem. Aber, oder sowas. Das entspannt mich auf jeden Fall. Sieht doch gut aus. Ich bin raus, Leute. André-san, musst du gute Nudeln kochen. Mit dieser Sriracha, musst du gute Nudeln. Ja, man sieht es schon richtig krass so. Oh ja, oh oh. Man sieht es echt krass. Ja, die werden blond jetzt, ne? Ich muss hier übrigens jetzt noch so eine halbe Stunde lang rumsitzen. Und ich denke jetzt schon so, all das ist schon, alles ist schon so hell und ich weiß gar nicht, wo es jetzt noch hingeht. Ob das noch. So, das ist auf jeden Fall. Tja. Nice. Bald wird es uns blenden. Ciao. Also sag mal. Dann kommt denn jetzt eigentlich jemand mal und rasiert mich. Guck mal hier oben an den Ecken, da trocknet es schon so richtig ein. Ich weiß nicht, vielleicht kommt noch Hand of Blood vorbei gleich. Und rasiert mich dann. Ja.
Naja. Na gut. Ich habe das Gefühl, dass ich heute nicht genug Zeit mit meiner Hand verbracht habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie die vorher aussah. Sie waren auf jeden Fall nicht blond. Was zum Fick, Alter. Bei 100.000 Likes färbe ich meine Haare blond. Ich mag ja dunkle Haare lieber. Ja, ich liebe dunkle Haare auch, ne? Ja. Die so richtig kastanienbraun sein. Sind. Ich hatte mal so Haare. Echt? Mhm. Ja, was, warum hast du es dann... Hä? Kastanienbraun, so ein Schimmern. Echt, warum hast du es dann verändert? Weil ich dachte, ich müsste es tun. Du bist ein Spast. So, ein bisschen Soße. Mit Soße oder ohne Soße? Das ist ja blond. Nee, wisst ihr, was witzig ist? Manchmal wirken meine Haare in bestimmten Licht heller als sonst. Ja, jetzt nicht mehr. Schon, aber... Warum müssen wir eigentlich die Haare waschen zum Spitzenschneiden? Das verstehe ich nicht. Die scheint immer zu Kopf zu stehen. Ich fühle mich echt ein bisschen high auf jeden Fall. Ist echt. Mir war auch ein bisschen schwindelig auf dem Stuhl da vorhin. Ist das normal? Ja. Das ist nur die Aufregung. Das muss so. Okay. Das sieht entwürdigend aus. Nein, das ist. So ein... Das ist völlig würdevoll. Auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich noch nicht gemacht habe. Dir das Gesicht waschen lassen? Ja. Aber es fühlt sich alles echt toll an, Leute. Ja? Ja, ich. Ja. Sieht auch toll aus. Wirklich, André? Mhm. Leute, wenn ihr mal ein Beauty-Tutorial haben wollt, ne? Schreibt es unten in die Kommentare, dann machen wir das. Hm? Ich habe echt nie Pflege gebraucht für meine Haare, ne? Die waren immer von Haus aus einfach seidig und weiß. Waren sie das? Ja, das waren sie, ja. Oh, jetzt kannst du mal kurz in den Spiegel gucken. Oh ja, oh ja. Die erste Reaktion. Krass. Okay, ist noch so ein bisschen gelb. Sie, sieht auch so ein bisschen, es sieht halt wirklich so ein bisschen futuristisch halt aus, ja. Ne? Ich kann's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Los. Guck's ja. Lass er auch. Nee, lass sie mal zu. Achso, lass sie zu. Bist du trocken? Ja, stimmt. Ich lass sie wirklich zu, gar nicht. Ich schieb gerade so gleich einen Anfang. Okay, das ist gleich wieder gut. Ich habe echt kleine Augenbrauen. Das sieht echt aus von Weitem, als hätte ich keine Augenbrauen. Ja, das sieht aus wie, als hättest du irgendwie die abrasiert oder so. Ganz anders aus. Ja, komplett. Ja, wirklich. Ich bin noch auf jeden Fall sehr confused darüber. Alles für die Kunst, Leute. Ich weiß gar nicht, mit was ich das Gefühl gerade vergleichen soll. Kennt ihr das hier? Ist schon mal bei dir eingebrochen worden oder sowas? Nee, ich habe mein Lieblings-CD nicht mehr wiedergefunden. Vielleicht ist. Also ich bin noch nie geklaut worden, weil bei mir wurde noch nie eingebrochen, aber ich glaube gerade, dass ich das so anfühlen muss. Die Haare, jetzt kommen die Haare. Ach du Scheiße! Das ist ja krass! Oha! Das ist ja heftig. Sieht aus wie der schwedische Premierminister. Ist fertig? Bist du bereit? Bist du durch? Zu weinen? Ich sehe aus wie ein Albino auf jeden Fall. Ja. Die Augenbrauen sind halt echt das Problem. Die Augenbrauen sind einfach richtig heftig. Ach, Scheiße, Alter. Fuck, Digga. Alter. Heftige Scheiße. Ja, gut. Geht doch klar. Heftige Scheiße. Alter. Kann man machen.
Ich sehe krank aus, genau wie Felix auch, Alter. Schon echt krass. Ich glaube, beim Bart müssen wir noch ein bisschen. Ja, das sieht hier aus und ist noch ein bisschen gelb. Ja. Kommt noch ein bisschen was rein, hä? Schon cool. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Ich nicht so sehr. Zieht euch das Video rein, sonst bin ich sauer. Es ist nämlich echt gut geworden, bestimmt. Ich werde von allen Leuten angeguckt, ne? Ich sehe aus, als hätte ich halt eine Krankheit, ne? Du siehst irgendwie anders aus. Ich kann es irgendwie nicht beschreiben, du siehst anders aus, irgendwie. Ja. Fuck. Ey Leute, aber steht immer zu euren Entscheidungen. Also. Fuck. Steht zu euren Entscheidungen. Oder, also entweder die Leute glotzen halt, ne? Oder sie gucken mit Absicht sau weg. Okay, jetzt bildest du dir aber was ein, also ich meine, mit Absicht. Vielleicht gucken sie auch so, weil ich dich filme. Ja, vielleicht. Vielleicht machst du jetzt die Kamera auch einfach ja, aus. Ja, vielleicht machen wir sie besser aus. Ah. Na toll. Ach Mann, ey. Ich habe Stative Ritis.